Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich für euch mal wieder ein von Yo! Home Eau de Toilette. Ich habe euch ja vor 2 Tagen ungefähr mal das Eau de Parfum vorgestellt. Jetzt stelle ich euch mal das Eau de Toilette vor. Was ich wirklich schon mal sehr cool finde an dem Eau de Toilette ist, dass es die einfach in so einer riesigen 200 ml Flasche gibt. Ja, das finde ich allerdings bei dem Eau de Parfum und bei dem Le Parfum ein bisschen schade, dass es die da nicht gibt. Aber nichtsdestotrotz, es ist mal wieder eine sehr schöne Verpackung und 200 Milliliter. Ja, also damit kommt man locker mindestens 2 Jahre durch. Ja, schauen wir uns das mal ein bisschen so im Detail an. Bisschen schöner. Ja, relativ schön verpackt, so wie beim Eau de Parfum. Ist eigentlich dieselbe Verpackung, nur halt größer und andere Farbe. Ja, wie ihr sehen könnt, auch Eau de Toilette 200 Milliliter. Ja, dann haben wir hier noch ein paar, haben wir hier noch so ein, falsche Seite, haben wir hier noch so ein Barcode. Da unten auch und hier so ein kleines Warnzeichen, Achtung, entzündlich. Ja, weil da ist ja eine Menge Alkohol drin. Ja, dann haben wir hier an der Seite noch sowas, Parfum, Job Paris. Ah, seht ihr, da steht auch Paris drauf. Das heißt, es muss nicht heißen, dass er aus Paris kommt. Ja, machen wir das schöne Ding mal auf und schauen wir uns mal die Flasche an. Ja, wow. Also, das ist wirklich eine ziemlich große Flasche, ist von der Statur her genauso aufgebaut wie das Eau de Parfum, nur halt einfach größer und eine andere Farbe. Ich muss tatsächlich auch sagen, dass mir diese Farbe doch noch mal einen Ticken besser gefällt als beim Eau de Parfum. Auch der Geruch, muss ich sagen, war schwierig zu entscheiden, welches ich besser finde. Also ja, ich finde das auf jeden Fall besser als das, was ich euch gestern präsentiert habe, das Baron Haussmann, was ich aus Paris geholt habe. Ja, das ist tatsächlich auch, was ihr sehr günstig im Internet bekommt. Also bei Müller würde euch dieser Duft ungefähr in der 200er Flasche, ja, schon knapp 70 € kosten. Im Internet bekommt ihr ihn für 36, 37 €, also bei Amazon. Deswegen, falls ihr mal so eine große Flasche haben wollt von Job, was wirklich, wirklich gut ist, die Marke, dann holt sie euch im Internet. Da bekommt ihr locker die Hälfte günstiger. Ja, da unten haben wir nichts. Ja, machen wir mal den Deckel ab und riechen wir mal dran. Oh. Also ich muss sagen, so wie beim Eau de Parfum ist der mal wieder sehr holzig, sehr lieblich. Ja, was er halt nicht hat, was das Eau de Parfum hat, er hat halt keinen nussigen Geruch. Das ist beim Eau de Parfum mehr dabei. Beim Eau de Toilette ist mehr der holzige Geruch dabei. Das ist beim Eau de Parfum auch, aber beim Eau de Toilette definitiv mehr. Ansonsten, ja, was ich auch ein bisschen rausrieche, ist ein bisschen Lavendel und ein bisschen Tokabohnen. Also das rieche ich auf jeden Fall auch raus. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr starker, sehr schöner Geruch. Wirklich lieblich. Also für einen sehr eleganten Mann. Ja, was kann ich sonst sagen? Ja, also ich bin auf jeden Fall sehr begeistert von der Flasche. 200 Milliliter, Wahnsinn. Für diesen Preis absolut Wahnsinn und vor allem für so einen starken, intensiven Geruch wundervoll. Wirklich wundervoll. Ist eine schöne Farbe, ist eine schöne Flasche. Man kann nichts Schlechtes darüber sagen. Ja, also ich meine, wenn bei den vielen Parfums, die ich sowieso bei mir zu Hause habe, die ich noch in den weiteren Videos vorstellen werde, reicht dieses Parfum locker, wenn ich jetzt nur das alleine hätte, für mich mindestens 2 Jahre aus. Also ja, das ist wirklich einfach nur krass, mega geil. Ja, packen wir mal wieder ein. So.
Ja, also ich empfehle euch nach wie vor, googelt mal das Eau de Toilette sowie auch das Eau de Parfum. Und ihr könnt mir dann auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr mal beide ausprobiert habt oder beide im Markt getestet habt, welches euch besser gefällt. Und ja, dann könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich würde mich freuen. Bis dahin endet mein Video wieder mal und ich freue mich schon bald wieder auf das nächste Video. Bis dahin sage ich Tschüss, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns. Macht's gut.